Bitte stecken Sie 50.000 Euro in eine Tüte und reagieren Sie ganz natürlich. 50.000 Euro. Ich habe natürlich nur die Tageseinnahmen hier. 40.000? 30.000? Vielleicht 1.000, 1.200? Eine Waffe ist auf Sie gerichtet. Ah, eine Waffe! Da steht aber Waffe. Nein, Waffe. Das ist ein L, kein E. Ja gut. Bitte stecken Sie 50.000 Euro Tageseinnahmen in eine Tüte und reagieren Sie ganz natürlich. Eine Waffe ist auf Sie gerichtet. Das ist ja ein Überfall. Gelaufen ist. Aber wenn Sarah sagt, dass sie vergewaltigt wurde, dann wurde sie vergewaltigt. Könnten Sie einen der Männer beschreiben, die bei Sie herfiel? Nein, ich war unten. Und da waren so viele Typen, die Tür versperrt haben, dass ich wirklich nichts sehen konnte. Meine Schicht war zu Ende. Ich bin gegangen, als sie nach oben war. Kennen Sie einen von den Jungs? Nein, das war eine ganze Truppe von Wüstenraudis, verstehen Sie? Die haben geklatscht, gebrüllt. Ich habe wirklich gedacht, sie würde sich nur amüsieren. Und wollte genau das. Ich saß mit meiner Schwester im Musicalraum und hab sie angeguckt und meinte zu ihr, du, schmerzt dich das nicht so, dass du da nicht auf der Bühne stehst und das machst? Das war für mich das Größte. Ich mag auch, wenn man das nicht denkt, komödiantische Rollen sehr. Ich finde, ich liebe den Klamauk. Ich hätte auch gerne Nackte Kanone gern gemacht. Das darf man wahrscheinlich nicht offen zugeben, aber ich finde Nackte Kanone jeden Teil super.